Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Asphalt Massacre 3 von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Asphalt Massacre 3 von Farid Bang, das Ganze im März 2015 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Album von Farid Bang, der dritte Teil der Asphalt Massacre Reihe. Vom Cover her angelehnt an den ersten Teil. Also wir haben hier den Banger auf dieser Straße, auf diesem Bordstein hier sitzend mit dem Messer in der Hand. Banger Musik präsentiert Farid Bang Asphalt Massacre 3. Wir haben hier ein dickes Digipack, seitlich beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also wir haben auf dem Album 16 Songs. Features sind auf dem regulären Album nicht, aber wir haben dann einen Bonustrack, also zwei Bonustracks, aber auf dem Bonustrack Banger Imperium gibt es eben zahlreiche Features, nämlich Summer Jam, Casey Rebel, Marjo, Yasko und Elgier. Und dann lesen wir hier noch, dass wir zwei CDs hier mit drin haben und zwei DVDs. Gut, Infos, Barcode. Ja, nochmal beschriftet. Wir schauen rein. Also, einmal hier das Artwork. Dann der Schriftzug 2008, 2010, 2015. Also, das sind eben die Jahreszahlen der drei Teile. 2008 der erste Teil, 2010 der zweite und dann 5 Jahre später, 2015, der dritte Teil. Wenn wir hier dann aufklappen, da kommt nochmal ein Bild, in diesem Fall Farid Bang vor der G-Klasse. Und so sieht das aus. Also einmal, zweimal die CDs, dann in der Mitte das Booklet und rechts dann die zwei DVDs. Wir starten wie immer mit dem Booklet und lassen den Rest dabei mal beiseite. Also, hier geht's los, das Cover, Bilder und dann die einzelnen Songs mit den Beteiligten. Dann hier einmal in der G-Klasse, ich glaube, das war damals, genau, hier sehen wir es, eine Mansori G-Klasse, die hier komplett customized wurde, also hier wirklich auf Farid komplett hier zugeschnitten und gestaltet wurde. Maßanfertigung sozusagen, komplett in schwarz-rot, also brachialer Wagen. Weitere Songs, Fotos, dann hier tatsächlich ein Panzer, okay. So, dann Farid mit Raketenwerfer, mit zwei Maschinenpistolen und dann hier noch einmal mit, ich glaube es sind Baseballschläger, ja, Baseballschläger und dann die Credits zum Album. Wunderbar, gut, das war's mit dem Booklet. Jetzt kommen wir mal zu den beiden CDs. Dahinter nochmal das Farid Bang Logo. So, CD Nummer 1 ganz links. Hier geht's los. Und zwar haben wir Asphalt Massacre 3, das Album hier. Schwarz eingefärbte CD. Sehr selten. Dann die Instrumental-CD. Direkt daneben. Kommt auch in diesem Schwarz-Rot. Und auch hier haben wir eine schwarz eingefärbte CD. Sehr schön. Und rechts dann eben die beiden DVDs. DVD Nummer 1. Das ist diese hier. Banger Musik Live. Ab 16 Jahren in Rot eingefärbt. Und dann DVD Nummer 2. Die Akte Bang nennt sich das. Auch die hier ist ab 16. Und auch die hat man hier in Rot eingefärbt. Sehr schön. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.